Ja, Frieda? Poldi spricht. Du, ich fürchte, es wird sie heute nicht ausgehen. Ja, er kommt später. Und um 2 Uhr hat Angst, die königliche Hochzeit. Die täte ich gern nochmal sehen. Um 20:15 Uhr. Ich muss jetzt Schluss machen, ich hab was am Herd. Telefonieren wir später, ja? Servus. Schon wieder die Schuhe auszogen, Heinrich. Ich hab grad sauber gemacht. Na komm, jetzt ist Essen wieder kalt. Gibt's noch was? Das ist schon der dritte Teller, so viel hast du seit Jahren nicht gegessen. Ich habe seit Jahren nicht mehr so was Gutes gegessen. Aber Gulasch mache ich einmal in der Woche und die mache ich immer gleich. Dann war es halt besonders gut. Danke. Okay. Sind das deine? Du fängst mit 68 zum Rauchen an? 68. Du hilfst deinen Patienten aufzuhören und dann fängst du selber damit an? Na, ich will mich in sie reinversetzen, damit ich weiß, wovon ich rede. Wärst du der Erste in deinem Fach. Wie kommst du auf so eine Idee? Rauchen. Ist was in der Arbeit passiert? Nein, nichts Außergewöhnliches. Also, dass du immer später nach Hause kommst. Ja, es war ein bisschen viel los in letzter Zeit. Hast du neue Patienten? Ja. Keine Angst, das Interesse an meinem Patienten ist rein beruflich. Da bin ich ja das beste Gegenbeispiel. Herr Klaus? Herr Klaus? Tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe es nicht so gemeint. Ich weiß, dass du ein guter Mann bist. Lass es. Das ist die Frieda. Was will sie? Wegen der Hochzeit. Wer heiratet? Der indische Thronfolger. Sie zeigen es halt im Fernsehen. Diese Monarchisten lassen mich mit denen zufrieden. Wenn es die Nazis nicht gegeben hätte, wären die jetzt verboten. Also ich schaue mir es gern an. Da ist was los. Die Jungen sind so öd, die Alten waren eh noch okay. Eine Alkoholikerin, ein Debiler, ein Perverser, so stellt man sich Königskinder vor. Wen meinst du? Charles und seine Geschwister. Das sind die Jungen. Der Prinz Charles hat letzten Samstag geheiratet. Also du setzt dich jetzt besser hin. Ich hab sowieso mit dir zu reden. Mir ist langweilig, Heinrich. Seit der Konrad aus dem Haus ist, habe ich nichts mehr zu tun. Du könntest schon seit Jahren in Pension gehen und arbeitest. Ich bin 43 und lebe wie eine Pensionistin. Ob dir das gefällt oder nicht, ich möchte mir eine Arbeit suchen. Okay. Ich habe mir nicht getraut, das anzusprechen, weil du dich sonst wieder aufregst.
Wenn du arbeiten möchtest, finde ich das okay. Weiß nur nicht, wie ich das dem Konrad beibringen soll. Wo ist das Problem? Du weißt, dass ihm das nicht gefallen wird. Ja schon, aber das ist dein Leben. Ja schon, aber wenn ich zum Arbeiten anfange, wer passt dann auf Konrad Junior auf? Ja, müssen sich eine Babysitterin suchen oder eine Tagesmutter. Eine Tagesmutter? Schlimm genug, dass das überhaupt passiert. Der Kleine ist 4 Monate alt. Normalerweise müsste seine Mutter auf ihn aufpassen und nicht ich oder sonst wer. Ja, dann muss sie halt zu Hause bleiben oder er. Bitte sag ihm das nicht, Heinrich, bitte. Ich mag keinen Streit. Weil du auch immer so streng mit ihm bist, deshalb ist er so geworden. Was habe ich gemacht? Du hast ihn immer wie einen Patienten behandelt und nicht wie einen Sohn. Du wolltest, dass er perfekt wird. Daran bin ich wohl gescheitert. Er hat sich halt nicht für das interessiert, was du machst. Aber du wolltest es erzwingen. Du hast ihn gedrängt, in der Schule zu bleiben. Du wolltest, dass er auf die Universität geht. Das hat nicht funktioniert. Er hat halt nicht so viel da oben. Aber es ist nicht wichtig. Es geht ihm gut. Das ist wichtig. Bist du sicher? Hättest du ihn nur in Ruhe gelassen, dann würde er das jetzt nicht machen. Was? Na, seine Geschäfte. Ich weiß gar nicht, ich will gar nicht wissen, was das ist. Jetzt gib mir nicht die Schuld, ich wollte nur sein Bestes. Du wolltest dein Bestes. Wahrscheinlich hast du recht. Mit dir stimmt wirklich was nicht. Bist du krank? Bist du deshalb so spät gekommen? Hat es damit zu tun? Woher hast du den? Hab ich im Schreibtisch gefunden. Jetzt sag schon, was los ist. Ja, ich war beim Arzt, aber es ist alles in Ordnung. Heinrich, ich bin deine Frau. Sei ehrlich zu mir. Haben Sie mich vorher gerufen? Ja, gut, dass Sie da sind. Wollen Sie mich der Dame nicht vorstellen? Ich vermute, das ist Ihre Großmutter. Nein, ich kenne die Dame nicht. Ja, Sie haben mich gerufen. Wenn Sie wollen, kann ich auch wieder gehen. Na, bleiben Sie bitte. Ja, dann sagen Sie mir endlich, wer das ist. Ich weiß es nicht. Ich vermute, sie ist... Meine Großmutter? Ja. Hallo, Oma. Hallo, Konrad. Respekt. Jetzt habe ich kurz wirklich geglaubt, dass ich Heinrich bin. Ich bin der neue Mitbewohner. Entschuldige, Oma. Für Sie sind Sie Heinrich. Jetzt papieren Sie mich schon wieder. Nein, ich erkläre es Ihnen später. Sie müssen mir einen Gefallen tun. Haben Sie jetzt Zeit? Sie müssen sie ins Pflegeheim zurückbringen. Die machen sonst Stress. Ich gebe Ihnen die Adresse. Ich kann sie jetzt nicht begleiten. Bitte. Sie haben was gut bei mir. Sie helfen mir mit der Praxis. Sie erzählen mir alles. Und Sie klopfen ab sofort an. Oma, es war wirklich schön, dass du da warst, aber du musst jetzt wieder zurück ins Heim, gell? Es ist schon 8 vorbei. Der Heinrich wird dich begleiten. Na, Oma, in 20 Minuten fängt der Heinz Konrads an. Wann kommst du mich denn wieder mal besuchen, Konrad? Bald, Oma, bald. Aber bis dahin rasierst du dich, du schaust ja aus wie ein Hochstapel. Ja. Erledigt. Danke. Korsakoff-Syndrom? Irgendwann hat sie sich ausgeklingt. Nachdem ihr Großvater gestorben ist? Viel früher. Ich habe sie gar nicht normal gekannt. Es tut mir leid. Mein Vater hat immer gesagt, dass sie die Intelligenteste in der Familie war. Aber dass sie mein Großvater wahnsinnig gemacht hat.
wann sind Sie eigentlich geboren? 81. Ich habe mir gedacht, sie hat nämlich von Ihnen als Baby gesprochen und davon, dass die Hochzeit von Prinz Charles im Fernsehen ist. Die war auch 81. Kann schon sein. Manchmal können Schockerlebnisse so einen Zustand auslösen. Ist damals irgendwas Traumatisches passiert? Außer der Charles-Hochzeit? Bei uns wurde über sowas nie geredet. Meine Großeltern dürften eine seltsame Beziehung gehabt haben. Jedenfalls danke, dass Sie mitgespielt haben. Was anderes hat sowieso keinen Sinn. Ja, danke, dass Sie hereingekommen sind, weil lange hätte ich das nicht mehr durchgehalten. Ich habe gespürt, dass irgendwas nicht stimmt. Kennen Sie das? Mir kommt vor, langsam verschmelze ich mit dieser Wohnung. Sie haben versprochen, dass Sie mir alles erzählen. Warum haben Sie mir das Zimmer gegeben? Weil Sie mir leid getan haben. Ja, also gut. Ein paar Tage bevor Sie aufgetaucht sind, hat mich meine Frau verlassen. Sie ist einfach weg mit unserer Tochter. Sie haben sympathisch gewirkt und ich wollte nicht allein sein. Ich habe mich nur gewundert über Ihren plötzlichen Stimmungsumschwung. Ja, mir ist es beschissen gegangen. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber mir ist es so dreckig gegangen. Ich hatte jedem das Zimmer gegeben. Sogar dem Paulus Manker. Nein, ich bin Ihnen dankbar. Ich habe eine Veränderung dringend nötig gehabt. Das ist wirklich ernst mit der Praxis. Wenn Sie mir helfen. Also, ich schaffe es allein nicht, aber ich habe ein paar wirklich gute Ideen. Ich sehe schon, Sie sind mein Schwellenwächter. Ich bin Orpheus und Sie bewachen die Unterwelt. Es ist so, vor jedem wichtigen Prozess oder vor jeder wichtigen Entscheidung oder jeder wichtigen Veränderung im Leben gibt es Menschen, kommen Menschen daher, die sich einen in den Weg stellen. Diese gilt es zu überwinden, dann werden sie zu Verbündeten. Sie sind so jemand für mich. Sie sind schon ein bisschen durchgeknallt, Fauna. Aber irgendwie mag ich Sie. Ich bin dabei. Dann habe ich jetzt auch was für Sie. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Fragen Sie mich bitte nicht, warum. Aber Sie hat mir das Leben gerettet. Nicht so, wie Sie denken. Sie... Wollen wir nicht endlich du sagen?